Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin Macy und wir schauen uns heute die Demo von This Bad We Made an. Ist mal kein Horror heute, ist eher so Mystery. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und zwar geht es in dem Game darum, wir sind ein Zimmermädchen in den 50er Jahren. Und wir können verschiedene Dinge erkunden. Und zwar entdecken sie tödliche Geheimnisse und Verbindungen der Gäste in einer ergreifenden Geschichte von Liebe, Herzschmerz und Mord. Geh mal rein, oder? Schauen wir noch schnell in die Options. Ja, es gibt viele Auswahlmöglichkeiten. Jo, Motion Blur machen wir mal aus, ne? Wir haben noch gar nichts gespielt, aber ja, bitte. Ach so, saven, ja. Das lassen wir mal auf volle Lautstärke. Das ist bei euch, glaube ich, sehr leise. Ich mach's bei euch mal ein bisschen lauter. So sollte es passen. Wir gehen zurück und wir starten das Game. Ah, Sophies Kollegen, Beth und Andrew. Das sind also unsere Kollegen. Also Beth ist die Smarte. Und Andrew ist der Bücherwurm. Kurz gesagt. Ah, und das sind anscheinend schon wir. Das sieht auf den ersten Blick ja schon mal... Oh, nice aus. Lost and Found, Continued. Okay, wir sind Beth. Ach so, genau. Beth, unsere Kollegin, ist die erste, die wir getroffen haben in dem Job. Also hier finden wir nochmal was über die Charaktere. Ach, und hier finden wir dann die Gäste. Mr. Spade ist einer unserer Gäste im Raum 505. Okay. So. Q gibt's auch noch was? Off to room 505. I'm sure Mr. Spade will be happy to get his film roll back. Okay, Mr. Spade sammelt Filmrollen, stand ja auch gerade da. This must have been so much fun. Well, for the guests at least. Ein Valentinstagsball von 7 bis 10. Am 14. Februar, an Freitag. Dann hier mal noch das Gleiche. The selection more tone. I haven't danced since Grandma's 70th. She definitely upstaged me. Also sie sagt gerade, dass sie schon lange nicht mehr getanzt hat. Wahrscheinlich das letzte Mal bei Grandmas Geburtstag an ihrem 70. Das ist ja cool, dass man hier auch noch rum kann und dann hat man auch noch die Möglichkeit, hier dann Interaktionen zu machen. Das ist nice. So, können wir uns hier alles angucken. Wir sind gerade hier aus dem Aufzug gekommen. Haben wir hier? Linda's been putting these everywhere lately. It's weird that Bernard allows it. Okay, Linda verteilt diese Zettel überall und sie wundert sich, dass Bernard das erlaubt. Sag nein zur Scheidung. Oh, Entschuldigung. Ach, doch nicht. Ich dachte gerade, ich muss niesen, es hat so gekitzelt. Ah, aber doch nicht. Es hat sich doch zurückgezogen. Ja, Steuerung funktioniert gut. Was haben wir hier noch für eine Zeitung? 19 arrested in Deviate Raid. 19 Leute festgenommen? Oh. Mach dir keine Sorgen und rette deine Ehe mit Liz Oil. Okay.
okay. Ah, wir können uns auch den... Ja, okay, wir können uns den Text auch nochmal extra anzeigen lassen. Macht deine eigene Hygiene dir Angst? Ja, nee, ist klar. Als wenn das Öl dabei helfen würde. Können wir uns ja auch noch... Oh Gott. So viel Text. Ich überfliege das nochmal eben kurz. 19 Leute festgenommen. Am Samstagmorgen. In Manny's Lounge. Major snowstorm paralyzes city. Also hier geht es noch um Schneesturm. Und dass jemand gegen ein Krankenhaus ist. Shop owner against new mental hospital. Another bloody Valentine. Das ist schon wieder ein Horror letzten Freitag, passiert am Valentinstag. Ein Nachbar hat die Polizei gerufen, nachdem er lautes Schreien gehört hat aus der nächsten Tür. Als die Polizei angekommen ist, haben sie einen toten Körper gefunden von einem 34-jährigen alten Mann. Ja, mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese ganzen Informationen tatsächlich da noch brauchen. Wenn das so ein bisschen Mystery-Rätselspiel ist, hier ist Zimmer 505, da müssen wir, glaube ich, hin. Wir gucken uns aber erstmal noch mal ein bisschen weiter an. Does carrying this everywhere really make us better mates? Bernard seems to think so. Okay, lass mich raten. Das ist das, was wir tun müssen. Da steht, was alles sauber gemacht werden muss im Badezimmer, was wir tun müssen im Raum überhaupt. Komplett Cleaning. Ich habe links so ein leichtes Klacken. Bevor wir da reingehen, schauen wir nochmal, was wir hier alles finden. Ein Jojo. Pity Pets Sugar Frosted Pops. Können wir da rein? Hier wird anscheinend noch gearbeitet, ja. Schnee. Ganz viel Schnee. Looks like plaster for the renovations. Ah, okay. Hier wird renoviert. So, hier hatten wir doch auch noch was liegen, ne? Ja, den Zettel hatten wir auch schon. So. Haben wir hier hinten noch? Hier blockiert jemand den Gang. Okay, wir müssen auf jeden Fall in Zimmer 505. Stairs. So. Achso, das ist unser Clipboard. Raum 502, 503, 504. Fertig. Also komplett und partiell. 505, 506. Ach, das ist, wie wir sauber machen müssen. Okay. Note, Zimmer 506, expect a big mess. Also das ist ganz viel Chaos. Clean before 10. Okay, wir müssen aber in Zimmer 505, da steht partiell drauf. First rule, second rule, third rule. Partial cleaning. Das ist das, was wir da tun müssen. Das heißt, wir müssen ins Badezimmer den Spiegel, die Toilette und das Bad sauber machen.
Bring used sheets to cart. Das heißt, die Handtücher, die benutzen, müssen wir hier in unseren Wagen schmeißen. Wir müssen saubere Handtücher reinpacken, das Toilettenpapier auffüllen, den Müll leeren und den Müll wegschmeißen. Dann starten wir doch damit. Mr. Spade? Mr. Spade? Okay, da sind wir wieder. Wir sind also jetzt im Zimmer. Hat er sich anscheinend hier eine Dunkelkammer im Bad eingerichtet und ich bin mir nicht sicher, aber sollen das wir sein auf den Bildern? Die können wir uns alle angucken. Aber wir können aber jetzt nichts anderes... Ich kann mich nicht bewegen. Wir können uns jetzt nur die Fotos angucken. Sind das vielleicht wir, wie wir von einem Gast das Parfum benutzen, das aus dem Koffer nehmen und benutzen? Ja, wir können die auch wegpacken. Ist halt die Frage, hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn wir jetzt diese Fotos vernichten? Also ich kann nichts anderes machen. Wir können uns die jetzt nur angucken und wegschmeißen. Wir machen das einfach mal. Wir gucken einfach mal, was passiert. So, und da sind wir wieder. Dann müssen wir jetzt sauber machen. Wir fangen mal mit dem Spiegel an. Das müssen wir. Oh, krass, das müssen wir auch noch selber machen. Wir haben jetzt hier einen schönen Lappen und können sauber machen. Cool. Okay, sowas finde ich echt schon wieder echt nice. Dass der Charakter das nicht einfach macht, sondern dass wir das selber machen müssen. Das ist die Frage. Ist er sauber? Ja, oder? Was sagt ihr? Ja. Wir sehen uns zwar nicht, aber ich glaube, der Spiegel ist sauber. Mal wegschmeißen. Wir schmeißen jetzt einfach alles weg, oder? Oh, Switch. Oh, wir können auch das Wasser anmachen. Okay. Das können wir uns ansehen. Hier ist eine Tasse. Das nehmen wir. Going back to my cart. Nehmen wir auch direkt mit. Das können wir dann ins Auto packen. Hier ist eine Glühbirne. Er hat hier schon eine ganz schöne Sauberei gemacht, ne? Mit seinen Fotos. Bringen wir mal unser gesammelt... Oh, jetzt stockt es gerade.
Hotel Reception Desk, Beth speaking. What can I do for you on this very fine day? Ah, und jetzt können wir auswählen, wessen Hilfe wir haben wollen. Das heißt, wir können uns entscheiden zwischen der klugen Beth und dem kleinen Bücherwurm Andrew. Ich würde mal sagen, wir probieren das mal mit Beth. Beth, I need your help. Sophie? What's going on? I think Mr. Spade's stalking me while I work. Really? I knew it! You did? I mean, I knew there was something fishy about him. He just has creep written all over his face, you know? How did you find out? So, Beth hat jetzt gesagt, also sie hat ihr jetzt erzählt, dass sie vermutet, dass Mr. Spade, was glaube ich, sie stalkt oder beobachtet. Und Beth dachte, dass sie das wusste. Also sie hat es geahnt, dass er das tut. Und ja, er würde schon so ein bisschen so aussehen wie so ein Creepy. Und jetzt hat sie gefragt, wie wir das herausgefunden haben, dass er uns beobachtet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, entweder ich habe einen Darkroom gefunden oder er hat mich erwischt, wie ich rumgeschnüffelt habe. Wir sagen ihr natürlich nicht, dass wir rumgeschnüffelt haben, ne? Deswegen, wir haben nur den Darkroom gefunden. He took pictures of me. I found them hanging over the bathtub. He set up a kind of dark room. Pictures of you? Doing what? I can't believe I'm about to say this, but sometimes when I clean the rooms, I get a little curious and you know, snoop through our guest stuff. Sneaky. And Mr. Spade caught you in the act, I suppose? Yes. I think we should call the police. No, that's a terrible idea. But Sophie, that man has pictures of you running your hands through people's stuff. But I didn't steal anything. I was just snooping, I swear. I know, but say a client reports something missing. Those pictures would put a big red target on your back. So, sie hat sie jetzt gefragt, also Beth hat uns jetzt gefragt, was auf den Fotos zu sehen ist. Und wir haben jetzt zugegeben, dass wir halt ein bisschen rumschnüffeln, dass wir nichts gestohlen haben, aber dass wir halt zwischendurch, wenn wir, ja, wenn wir curious sind, also wenn wir neugierig sind, dass wir dann einfach mal ein bisschen rumschnüffeln. Und wir wollten eigentlich erst die Polizei rufen, Beth hat uns aber jetzt davon abgeraten, weil das halt, sobald jemand im Hotel sagt, es wurde irgendwas gestohlen, wäre das natürlich die, mit den Bildern zusammen einfach wie eine riesengroße rote Zielscheibe auf unserem Rücken. So, und jetzt haben wir wieder drei Auswahlmöglichkeiten mit, was ist, wenn Mr. Spade gefährlich ist? Oder soll ich einfach nichts tun? Oder ich kann die Bilder wegschmeißen? Ich sag mal, wir könnten die Bilder einfach wegschmeißen. I threw them out. Yeah, not your worst idea, but you found the pictures drying over the bath, right? Yeah. I'm no photographer, but I've been in one of those dark rooms before. You have? Yeah. I modeled for a while. Anyway, what I'm getting at is those pictures were developed recently, but it doesn't mean there aren't more elsewhere. Genau. Wir haben uns jetzt dazu entschieden zu sagen, okay, dann schmeiße ich die Bilder halt weg. Und Beth hat jetzt gesagt, ja, das ist zwar jetzt nicht deine schlechteste Idee, aber sie wäre halt auch schon mal in Dark Rooms gewesen, weil sie früher gemodelt hätte. Und ob wir uns sicher wären oder es ist, oder die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es irgendwo noch mehr davon gibt. Jetzt haben wir wieder drei Auswahlmöglichkeiten, und zwar, dass wir uns nochmal umsehen könnten, dass hier ein Safe ist, und wir fragen, oder wir können Beth halt fragen, ob wir noch ein bisschen rumschnüffeln sollen. Well, I didn't look through the entire room, but there is a safe here. I bet you anything there'll be more pictures in there. Do you have the safe combination then? I'm pretty sure it's locked. Give me a minute.
always ask that clients write down their code somewhere so they don't have to call reception a dozen times. Maybe you can have a look around the room, and I call you if Mr. Creep comes back. You know, so you can get out of there in time. Okay. Yeah. Thank you. Oh, it's nothing. Oh, and Beth? Mm-hmm. Please keep this between us. Of course. Gut, wir wollten jetzt eigentlich die Safe-Kombination haben, also wir vermuten, dass da noch mehr Bilder drin sind. Und das Problem ist aber, anscheinend hat die Nachtschicht den Zettel mit den Kombinationen für die Gäste wieder verloren. So, die Gäste sollen die aber auch aufschreiben, anscheinend. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier weiter umsehen und schauen, ob wir die Safe-Kombination finden. Und Beth sagt uns Bescheid, sobald Mr. Spade in Sichtweite ist. Können wir eigentlich die Tür zumachen? Nee. Ich wollte auf jeden Fall hier mal unseren Müll wegschmeißen. Okay, unser Inventar wird nicht leerer. Das scheint also nicht zu funktionieren. Naja, ist ja auch nur Demo. Okay, Place Cup geht auch nicht. Na gut. Das war ja eigentlich das, was ich vorher vorhatte. Was haben wir hier? Did you intend for me to discover your little dark room? Or did this just fall down? Hm. Ja, das ist unser Zettelchen für an die Tür. Oh, wir können die Tür schließen. Was haben wir hier? I'd forget my own head if I didn't write everything down. I guess we have that in common. Do not forget to buy more films. Also nicht vergessen, noch mehr Filmrollen zu finden. Wir haben noch ein Journal. Oh wow. Oh wow, hier gibt es noch viel, viel mehr. Beth und Bernard. Ach, Bernard ist, glaube ich, der Manager. Er ist der Big Boss. Dann gibt es hier noch Linda. Das ist Bernards Vertretung. Wendy. Die Kellnerin im Hotelrestaurant. Achso, Jack. Clarington's Bellboys. Dann gibt's. Ah, genau. Andrew. Und dann gibt's noch Eugene. Charge of the Hotel's Maintenance. Ja, und das ist Mr. Spade. Achso, wir wollen ja hier noch nicht fertig, ne? Was haben wir denn hier? Stalker Pictures. Ach, hier wird jetzt alles gesammelt, was wir gefunden haben, was relevant ist. Pictures of me snooping through a guest's suitcase. Und das ist jetzt die Notiz, dass mehr Filme gekauft werden müssen. Von Mr. Spade. Ah, und hier steht dann tatsächlich, was gerade so passiert anscheinend, ne? Das ist schon nice bisher. Ich mag auch die Grafik echt gerne. Das sieht echt gut aus. So, das hat. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier wieder diese Ansicht, können uns hier alles angucken. Das ist ja sehr interessant. Laboratory. I just went there for the first time and God, it's been years, hasn't it? Also, wir waren wohl das letzte Mal vor sehr, sehr vielen Jahren da in dem Oratory. St. Joseph's Oratory of Mount Royal. Kanadas größte Kirche. Das ist der Flyer, okay. Special Occasion Wedding Funeral? Hochzeit oder Beerdigung? Tickets für die Bahn?
Also für Stramray? Beaver Lake? That's where I took Mom skating last month. Why is this up here? Das ist eine Karte von Beaver Lake, wo wir mit unserer Mutter waren. Ist das der Code für den Safe? Wenn ich den lesen könnte, ne? Ist das eine 5? 20? 52? 2? 25? Ich schreib mir das mal eben auf. Was auch immer das heißen mag. Ach, das ist dann der See. Und da ist auf jeden Fall was... mehrere Sachen gekennzeichnet. Der See. Warum Harry's? Warum Harry's? Es gibt so viele Burgerläden, die näher am Hotel sind. Harry's Diner, too. Were we ever there at the same time? Ah. Das ist also die Rechnung von Harry's Diner. Und wir fragen uns gerade, ob wir gleichzeitig da gewesen sind. Ja, Mr. Spade hat uns wohl schon eine ganze längere Zeit beobachtet anscheinend. This was the sale where I found that winter jacket that Mom loves. Were you there too? Da geht's um einen Sale, wo wir eine Winterjacke für unsere Mom gekauft haben. Und wir fragen uns gerade, ob Mr. Spade auch da gewesen ist. Ja, und hier sind dann die Plätze markiert, ne? Müssen wir das jetzt alles wieder... wegschmeißen? Oder einpacken? Wir sind nur das Hausmädchen. Wir räumen hier nur auf. Na, hier gibt's noch was. T-30? Das war anscheinend alles. Something tells me you won't be missing this. Scam. Ja, nee, ist klar. Das kann man, glaube ich, auch wegschmeißen. One man's trash is another maid's trash. Schön sauber die Dosen, ne? Frank's Beans. I hope you aren't eating those beans. Is this a floor of the Clarington? Okay, das scheint eine Zeichnung von dem Flur im Hotel zu sein. Housekeeping 10 bis 4. Lobby Boys von 8 bis 11 und von 3 bis 6. Room Service. Meistens nachts. Okay. Morgan. Is that your real name? Why did you check in under Mr. Spade? Da steht Morgan drauf. Und wir fragen uns gerade, ob das sein richtiger Name ist und warum er als Mr. Spade sich eingeschrieben hat in das Hotel. Edith Franklin. Paul Morgan. Interessant. Return to Sender. Ach, guck an. Alle wieder zurückgekommen. Kriegen Hinweise. Gucken wir gleich nochmal
in unser Buch. Was haben wir hier? Hören wir da eigentlich einen Hund im Nebenzimmer oder sowas? Dear Mr. Morgan. Sie sollten aufhören, an diese Adresse zu schreiben. Lindsay ist vor 2 Jahren gestorben. Ich habe keine Ahnung, was zwischen Ihnen beiden passiert ist. Aber bitte lassen Sie uns in Frieden. Danke. Lindsays Mutter. Okay. Ach, deswegen sind die... Perception gave him a code. Maybe he wrote it down. Somewhere. Sie sagte gerade, dass die Rezeption ihnen einen Code gegeben hat für den Safe und wir sollten ihn suchen. Aber wir wollen uns erstmal noch weiter umsehen. Quest to move to 507. Why did you want to change rooms? Ah, Mr. Spade wollte anscheinend das Zimmer wechseln in 507. The room is present, is pretty occupied. Okay. Also Mr. Spade hat wohl angefragt, ob er ins Zimmer 507 wechseln kann. Das hat der Hotelmanager Bernard Leduc, so heißt er, aber abgelehnt, weil da schon jemand drin ist. Also es ist nicht möglich für ihn zu wechseln. The storm must be getting worse. I hope Mom's not too bored without her TV shows. Ach, guck mal, hat er hier etwa beobachtet? Ja, hier sind wieder Tassen. Die nehmen wir natürlich mit. So, hier ist noch ein Schlüssel. What do we have here? Und ein Fernglas. Sieh an, am Fenster. Was hat er denn hier beobachtet? So, das machen wir mal sauber. Das können wir nicht aufnehmen, seine Wäsche hier. Was haben wir hier? Vergiss nicht, deine Pillen zu nehmen. Was haben wir hier drin? Eine Bibel. Dann machen wir das mal wieder zu. Ach, es ist ein Schlüssel. Locked. There has to be a key somewhere. Wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Okay, hier ist unser Progress. Help from Beth, Jarn Map. Okay, und? That letter from Bernard. Was there anything on the back? Der Zettel? Ach, warte, hier. Ach, Q ist dann ein Hinweis wahrscheinlich. Request to move to 507. Why did you want to change rooms? Lindsay's address, Infantry Division, Year of Hospital Discharge. Okay. Safe Code. Beth hatte recht. Safe Combination, or at the very least a reminder of it. Ah, okay. Request to move to 507. Ah, das ist der Code. Lindsay's Address. Infantry Division. Und Year of Hospital Discharge. Das heißt... Lindsay's Adresse. Ja, das muss ich mal eben nachgucken, was das heißt. So, das ist so ein Militärzeugs. Haben wir denn darüber was gefunden? Müssen wir nochmal gucken.
Year of Hospital Discharge? Ach, Krankenhausentlassung. Ich war bei Hospital gerade bei Hotel, also Hotelentlassung, dachte ich, das macht keinen Sinn. Infantry. Gut. Okay, also das wird dann unsere Safe-Kombination sein. Gut, dass ich alles eingesammelt habe. Aber das erste, die Adresse. Lindsays Adresse. Ist das dann die 34? Ich habe gerade Schritte gehört. Ich dachte gerade, der kommt. Bin mal gespannt, wie viel Zeit wir haben. Ob der wirklich kommt oder ob wir einfach genug Zeit haben, das zu gucken. Also uns in Ruhe hier umzusehen. Was ist das? Zigaretten. Old Port. Ja, die lassen wir mal stehen. Ein Spiegel. Ach, daneben liegt der Kamm. Ein Wörterbuch. Französisch, Englisch. Rasiermesser. Hier ist noch eine Tasse. Den nehmen wir auch mal mit. Rasierschaum wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, da sind Sachen drin. Können wir die anderen auch aufmachen? Jo. How are you supposed to support yourself when no one will give you a job or a place to live? Dear Mr. Morgan, ich verstehe Ihre Situation. Und es tut mir sehr leid, dass Sie so viele Jahre im Krankenhaus verbringen mussten. Das ändert aber nichts daran, dass Sie keine Qualifikation für diesen Job haben. Und auch wenn Sie sie hätten, könnte ich niemanden in ihrer Situation einstellen. Andere Mitarbeiter würden sich nicht sicher fühlen mit ihnen. Ich würde sie darum bitten, mich nicht mehr zu kontaktieren. Jeremy Sandberg. Pawning off your possessions? What do you need the money for? Larry's Pawn Shop. Das heißt, er hat was versetzt. Description of articles pawned. Victory Medal. Bronze, Ticketnummer, Amount of Loan. $15 hat er dafür bekommen. Für eine Medaille aus dem Weltkrieg. $15. Date of pawning. 1,5%. Okay, er hat eine Medaille versetzt. Ist jetzt die Frage, ob wir davon was brauchen für den Code. Was sagt denn unser schlaues Buch? Ach, da hätte ich mir gar nicht aufschreiben müssen. Okay, danke, Spiel. If I'm lucky, the key to that suitcase will be around here somewhere. Ach so, stimmt, das waren ja Hinweise. So, haben wir hier noch was? Habe ich denn... Wir haben doch einen Schlüssel auf dem Fernseher gefunden. Den wir nicht mitgenommen haben. Okay. Mein Fehler. An. 42.
Also das Jahr 42. You spent 10 years in a psychiatric hospital. And it looks like you left with a long list of diagnoses and prescriptions. Okay. Paul Morgan. Er hat wohl viele, viele Jahre in der Psychiatrie verbracht. Wir brauchen das Entlassungsjahr. Patient Paul Morgan, geboren am 19.07.24, Discharge, 23.08.1957. Verschiedene Diagnosen. Chronic Insomnia Short Term. Okay, also hier stehen vier Sachen. Das ist irgendwie, ich glaube, eine Angststörung. Ja, Charakter Disorder. Ist das so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit? Chronic Insomnia. Und Verlust von Erinnerungen. Hospital Curse. Nervöse zusammen. Also, der ist öfters wohl auch nervös zusammengebrochen. Ist aggressiv. Hat, ja. Emotionsschwankungen. Hat nicht auf Schocktherapie reagiert. Schön. Ach, und das sind die Medikamente, die er bekommt. Meprobamate 400 Milligramm täglich und Phenobarbital 50 Milligramm, wenn benötigt. Eieiei. Wir können das Bett machen. Viel schöner. Ah, was haben wir hier? Ah, 99. Infanterie Division. Ach, das heißt, wir brauchen die Nummer der Einheit, ja? Oder das Jahr. 1944. Ich schreibe das auch einfach mal direkt mit auf. Wir werden es ausprobieren, glaube ich. Oder wir müssen es ausprobieren. Ding! Nett, dass das Spiel uns sagt, wann wir was gefunden haben. Das heißt, wir haben eigentlich alles, ne? Lindsays Adresse ist die 34. Die Infanteriedivision ist die 99. Oder gegebenenfalls, dass wenn das Jahr gefragt ist, aber ich glaube, dann hätte es auch dabei gestanden wie beim Krankenhaus, dann wäre es die 44 gewesen. Und er wurde 57 entlassen. Oh, wir müssen... Oh, danke. Wir müssen nicht auf gut Glück rumrätseln, wir können hier einfach... Ah, ich finde es gerade gut, dass es uns angezeigt wird, die Nummer oben. Weil das kann man manchmal auch ein bisschen schwierig erkennen. 34... Die nächste ist dann die 44. Und 57. Damn it. Ach, Blödsinn. Nicht die 44, die 99. Jetzt habe ich das Jahr aufgeschrieben. Guten Morgen. Ja. Das war die Demo. Ja, nice. Ah, danke, dass du die Demo ausprobiert hast. Wenn dir das gefallen hat, wishlist du unser Spiel. Ach, und die haben einen Demo-Channel auf Discord, wo man Feedback geben kann. Ja, cool. Ist
echt interessant. Das ist echt interessant. Also jetzt würde ich gerade gerne wissen, wie das mit Mr. Spade weitergeht und warum er uns beobachtet. Ja, er hatte auf jeden Fall eine Waffe im Safe, ne? ich gucke gerade noch mal. Das ist für Veröffentlichung 2023 noch geplant. Also es gibt noch kein genaues Datum, aber es soll dieses Jahr noch rauskommen. Ein bisschen schade ist, es wird wahrscheinlich keine deutsche Sprache geben. Also müssen wir uns mit Englisch begnügen. Ja. Ich werde es auf jeden Fall im Blick behalten. Also mir hat es bisher gefallen. Ich finde, die Grafik sieht ziemlich cool aus. Zwischendurch wird man so ein bisschen unruhig, wenn man immer wieder Schritte hört und so und denkt, oh, ob jetzt einer kommt und uns erwischt, während wir hier am Sneaken sind. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr unterstützen in dem, was ich hier tue. Und ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich die Vollversion angucken, wenn es rauskommt. Also ich bin sehr gespannt, es hat mir soweit ganz gut gefallen. Und ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie die Story weitergeht. Also, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!